Scheinbar habe ich mal wieder ins Klo gegriffen. Ja, was soll das Ganze heißen? Ihr habt es ja im letzten Video schon gesehen, viele haben es auch kommentiert, auch vielen Dank nochmal dafür. Mein Zylinder hat ja eine abgesetzte Laufbuchse. Was daraus schließen lässt, dass er aus einem S53 stammt. Soweit so gut. Jetzt kann es natürlich sein, dass es ein 50 km/h Zylinder ist, was ziemlich blöd wäre. Ich bin auch dabei, Nachforschung anzustellen, was genau die Anzeichen sind, ob die 5 auf dem Auslassstutzen damit zu tun hat. Da steht eine 90 drauf, ob das das Baujahr sein könnte, dann könnte es noch eine 60 km/h Variante sein, weil es soll, ich weiß es nicht genau, ich belese mich bisher nur in Foren, wohl auch 60 km/h Zylinder mit dieser Ausbohrung oder diesen abgesetzten Laufbuchsen gegeben haben. Das muss ich noch rausfinden. Falls ihr genaue Informationen dazu habt, wie genau ich das erkennen kann, wäre ein Kommentar unten in den Kommentaren ganz nett. Und wenn nicht, müssen wir es einfach rausfinden, wenn die Mühle läuft. Ne? Des Weiteren habe ich jetzt schon festgestellt, der Dennis Simduro hat es mir auch schon gesagt, mit der höheren vorderen Gabel wird das Ding wahrscheinlich stark nach hinten abgehen. Was es auch tut, nicht so stark wie erwartet, aber es tut's, was ein bisschen hässlich aussieht. Darum habe ich mir Enduro-Federbeine geholt, damit das Ganze dann auch noch auf dem Hauptständer stehen kann, weil einen Seitenständer will ich nicht, die finde ich mega hässlich. Eben das seine, ich finde sie hässlich, habe ich mir noch einen verlängerten Hauptständer besorgt. Den bauen wir heute auch noch an, die Hupe bauen wir heute auch noch an, ein bisschen Kleinkram und am Ende zeige ich euch noch ein bisschen meine Elektrik, wie ich sie verlegt habe, weil ich da schon ein bisschen stolz drauf bin. Und naja, fangen wir mal an. Erstmal will ich den Hauptständer wechseln. Ich muss dabei ein bisschen aufpassen, weil da steht da das Moped-Schick jetzt nicht auf dem Ständer. Das macht es ein bisschen schwieriger für mich. Der alte muss jetzt erstmal ab, die Feder muss wieder ab, der Gummistutzen ab, die Hülse raus. Und dann hoffe ich, dass ich irgendwie den neuen da rankriege. Hier ist der alte. Vergleich dazu mal der neue. Sollte schon einen Unterschied bringen. Oh, wieder ein bisschen fett. Der Seite sitzt da soweit. Sehe ich natürlich nicht die andere Seite. Oh, sollte jetzt sitzen jedenfalls. Oh nee, wir erinnern uns, ne, das war doch hier alles schon so verbogen. Beim letzten Mal war das ja schon einen richtigen Akt, den überhaupt dran zu kriegen. Oh nee, ich erinnere mich. Hilft nichts, muss da eigentlich drin gehen, das Ding. Und die sitzt wieder fest. Der Gummipropfen ist auch dran. Er wackelt ein bisschen, aber hat er vorher auch, ne? Denk mal, das ist nicht allzu schlimm. Jetzt muss nur die Feder da irgendwie wieder drin. Ah. Boah, war das ein Akt, sag ich euch. Gut, so ein Werkzeug zu haben. Kann es nur empfehlen. Geht doch. Hinterrad hängt schon mal wieder in der Luft. Jetzt kann ich es endlich wieder vorziehen. Gut, es steht ein bisschen nach hier gekippt. Also wenn man das mal so sieht, ist es ein bisschen nach hier. Der ganze Tisch wackelt jetzt mit. Aber an sich bin ich zufrieden. Ich kann ihn jetzt vorne, wenn ich irgendwas mache, leicht hochheben, dann geht er nach hinten. Und hinten ist er komplett frei. Also, ich find's gut. Für die größeren Augen hier oben habe ich mir auch gleich die Enduro-Federscheiben besorgt. Hier, diese. Da ist es. Diese hier. Ja? Weil die müssen ja das Federbein hier komplett abdecken, damit sich die Buchse nicht rausdrücken kann. Ja, und die kommen jetzt hier hin. Wollen wir mal. Der schöne alte DDR-Dämpfer, der, wie ich finde, echt noch gut aussieht. Deswegen habe ich die auch gekauft. Mich hat schon jemand gefragt, ob er die abkaufen kann. Ich bin mir noch nicht ganz sicher darüber, weil die echt noch so gut aussehen. Vielleicht packe ich sie auch einfach weg für irgendein anderes Moped irgendwann mal. Oh, und jetzt kommen die Krabbenzmänner hier irgendwie ran. Ich habe auf mehreren, ihr könnt es ja unterschreiben, ich werde es ja trotzdem so machen. Ich werde diese Fahne hier, sag ich mal, werde ich nach hinten ausrichten. Ich habe manche auch gesehen, die haben sie nach vorne gehabt. Ich mache sie jetzt aber nach hinten. Ja, ich bin mir da selbst nicht ganz schlüssig wie rum, aber bei mir kommen sie jetzt einfach nach hinten. Ist ja auch egal, glaube ich. Falls ich mich irre, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Und außerdem abonnieren. Das wäre auch super nice. Okay, ich merke jetzt schon ein kleines Problem. Höhe ist klar, ne, ist logisch. Aber hier unten kommt das Ganze gegen den Kettenschlauch. Das finde ich nicht so geil. Ja, ich habe mal geguckt, ich glaube, das macht nicht viel. Das ist fast nichts. Oh, nicht zu fest, der Auspuff halt auch so nah ran. Ah, ist doch ganz gut geworden. Oh, das macht sich richtig. Also ich muss immer noch sagen, die goldenen Felgen mit Weißwandreifen, ne, sind ja mal so oberpornös geworden. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich die feier. Doch ja, damit bin ich zufrieden. Meine Blinker funktionieren ja inzwischen, das zeige ich euch am Ende bei der Elektronik. Aber diese Blinkerkappendichtungsringe hier. Ja, ich weiß, der Fokus schaltet nicht so schnell um bei dem Objektiv. Sorry.
Sind schon ein bisschen marode. Ist aber nur ein Cent-Artikel, kann man auch nachkaufen. Die mache ich jetzt noch hier rum und dann baue ich die einmal alle an. Ja, was ich auch mal zeigen wollte, ein gutes Beispiel dafür, dass man nicht gleich den Kopf in den Sand schmeißen sollte, nur wenn mal etwas abgebrochen ist. Eigentlich werden hier bei den Blinkern die Kabel einfach nur so reingefädelt. Die sind bei mir aber dermaßen ausgeleiert gewesen, dass es nicht geklappt hat. Also da ist das Kabel niemals hängen geblieben, ums Verrecken nicht. Was habe ich also gemacht? Ich habe das Ganze ein bisschen abgeknipst und einfach nur einen Kabelschuh drauf gemacht und es so drauf gesteckt. Funktioniert wunderbar. So, Blinker links. Blinker rechts. Geht doch. Als eins der letzten elektronischen Bauteile, was ich einfach vergessen habe zu bestellen, ist die Hupe noch dran. Nun wollen wir doch mal gucken, ob die auch funktioniert. Dazu werde ich einfach die beiden Enden mit Plus und Minus verbinden und dann schauen wir mal. Ne? Da ich jetzt nichts Besseres da habe, nehme ich einfach nur die Klemmen von meinem Multimeter. Habt ihr euch auch so erschrocken wie ich? Geht. Gut. Wenn ich jetzt den Kabelbaum irgendwie falsch anklemme und die Hupe auf Dauer Plus läuft, ne, habe ich ein Problem. Glaube ich aber nicht. Ja, also, das ist unser Kabelbaum, wa? So, was sehen wir da? Die Hupe geht einmal über das schwarz-gelbe Kabel an die 1551 und es geht an den Schalter oben auf den Kombischalter. Ist ja alles gar kein Problem. Dieses Kabel hier, was ich dummerweise einmal schon mal zwischendurch abgeschnitten habe, weil ich es falsch verlängert habe, ist das Kabel der Hupe. Und 1551 müsste ich hier eigentlich irgendwo noch original liegen haben. Ich werde das jetzt folgendermaßen machen. Ich habe hier noch ein Stück, ich weiß gar nicht mehr, wofür das original mal war, ein Stück Kabel übrig. Ich werde mir jetzt einfach hier vorne ein Stück abknipsen, das hier hin machen. Und das andere Ende werde ich dann, weil hier schön alles gummiert ist, nach außen legen. Und das Ding kommt dann an die 1551. Aber alles der Reihe nach. Jetzt muss ich erstmal das mit dem verbinden. So, das kann schon mal wieder ran. Kann man schon mal das Kabel ungefähr hinlegen, wo es hin soll. Das noch hier hin. Zack. Und von da aus versiegelt es dann die andere Seite. Das ist schon mal weg. So, jetzt müssen wir uns um das andere Gedanken machen, welches dieses hier ist. Das kämen wir dann hier hin, hier ran. Und ich glaube, das werde ich auch nicht großartig ändern. Abisolieren. So, das habe ich jetzt einmal abisoliert. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite vom Kabel. Und jetzt habe ich es eigentlich immer so gemacht, dass ich das zusammengelötet habe. Aber ich habe hier auch diese kleinen Quetschverbinder. Damit versuchen wir unser Glück mal mit diesen Dingern. Mal schauen, ob es klappt. Gucken wir doch einfach mal, ob wir Glück haben irgendwie. Dass wir vielleicht nicht löten müssen, weil da muss ich Lötkolben wiederholen und anmachen. Da habe ich jetzt nicht so Bock drauf, ehrlich gesagt. Und dann mal kräftig quetschen, ne? Hält jedenfalls. So, und dann mache ich, muss man nicht machen, aber ich mache dann noch ein bisschen Schrumpfschlauch drüber, einfach damit es auch schöner aussieht und ein bisschen sicherer ist. So, bevor ich das jetzt anschließe, so, das war mein Zündschloss. Ihr seht, ich habe die Kabel fast alle auf perfekte Länge, so wie sie sein müssen. Und natürlich wird 1551 hier keine Ausnahme darstellen. Also gucke ich schon mal, so kommt mein Zündschloss später ran. Ihr seht, Kabel alle genau lang, wie sie müssen. Ein bisschen Platz ist noch, wegen Federung oder so. Man weiß ja nie. Und dann gucken wir mal, wo 1551 bei mir liegt. So, 1551 liegt bei mir hier vorne. Das heißt, wenn ich den hier abknipse, reicht das vollkommen aus. So. Auch wieder ein Stück abmachen. So, nun ist es bei mir aber der Sonderfall, warum erkläre ich euch noch, dass 1551 schon ein zweites Mal belegt ist. Darum muss ich jetzt einen doppelten Kabelschuh benutzen. Das ist dann also ein doppelter Kabelschuh. Das sind einfach zwei. Mehr ist das nicht. Und der kommt jetzt hier einfach auch wieder hochgesteckt. Kabelzange. Also die Zange, ich habe sie zwar unten verlinkt, aber wenn ihr eine bessere kriegen könnt und das Geld habt, holt euch auf jeden Fall eine bessere. Verrutscht leicht und ist wohl nicht so das Beste. Schade eigentlich, aber für das kleine Simmchen hier muss es jetzt noch gehen. Oh, Kabel ist dran. Dann klemme ich jetzt in meinem Fall einfach das Braune hier einmal ab. Klemme das hier einfach drauf und das Braune dafür ran. So, und theoretisch ist die Hupe jetzt schon fertig verkabelt. Ich weiß jetzt nicht, wir testen es einfach mal, ob die Hupe bereits geht, ohne dass der Motor läuft. Ich schätze schon. So, Zündung einmal an. So, jetzt einmal ein Video zu meiner Verkabelung, was ich wieso gemacht habe. Ein Video exakt zur Tacho übrigens. Ja, das gibt es nochmal separat. Ja, da muss ich ein bisschen was extra machen, da muss ich noch ein paar Feinheiten machen. Das gibt's extra, aber heute erstmal nur das. Also, was habe ich gemacht? Wie gesagt, ich habe mir mein Zündschloss ausgemessen. Da soll es hin
und habe mir alle Kabel, die von vorne und von hinten kommen, in Länge genommen. Und ihr seht es ja auch an den ganzen blauen Kabelschuhen. Ich habe mir alles das, was ich nicht brauchte, an Kabel abgeschnitten und nochmal neu gemacht. Außerdem habe ich keinen traditionellen Sicherungskasten hier drin. Ich habe so einen kleinen, ich nenne es mal Flex-Sicherungskasten, ich weiß nicht, wie es heißt. Da ist eine Sicherung drin, das dreht man auf, kann man die Sicherung wechseln und wieder zudrehen. Fand ich einfach genial, nimmt nicht viel Platz weg und dann ist gut. Auch hier ist die Kabellänge wieder so gewählt, dass sie gerade so bis zur Batterie kommt, bei Minus genauso. Ich denke, das natürlich, wie man es kennt, ne? Die Kabel hier erstmal noch nicht beachten, auch die ganzen bunten nicht, weil ich musste alle Kabel vom Tacho verlängern. Geht dann hier hoch, hier habe ich das an den Rahmen entlang gelegt, hier hoch, dann wieder hier zurück. Hier habe ich mir ein kleines Teil gedruckt, extra für den Tacho. Ja, ihr seht es, ne? Das Graue da, das habe ich extra für den Tacho ausgedruckt, weil eigentlich sollte er da nicht halten an so einer kleinen Stange. Musste ich aber machen. Jetzt hält er. Die Seite kennt ja wahrscheinlich jeder. Jetzt kommen wir mal zur schönen Seite, wie ich finde. Boys, Mädels, was sagt ihr? Ist das nicht hübsch? Als so kleiner Elektronikfanatiker, ne? Ich finde das ja mega genial. Diese graue Platte hier, die man sieht, die hier hinterher lang geht. Ihr seht, dazwischen geht sie einmal lang. Habe ich mit einem 3D-Drucker vorher entworfen und mir ausgedruckt. Dahinter, man sieht es ein bisschen versteckt, ist die Zündung. Die habe ich aber im letzten Video gezeigt. Hier vorne ist der Spannungswandler der Zündung. Dann ist hier der Blinkergeber und hier ein Relais. Das Relais wird später noch wichtig beim Video für den Tacho, also erstmal nicht beachten. Ja, die Blinker habe ich ganz normal hier unten verschachert. Und einen kleinen Trick, kann ich auch noch zeigen. Ich weiß nicht, ob es ein kleiner Trick ist oder nicht. Hier, das sind sogenannte Vago-Klemmen. Ja? Da kommt einfach nur das Kabel rein und dann macht man zu. Davon habe ich 1, 2 versteckt verbaut hier im Herzkasten, weil mir manchmal das einfach zu blöd war, die Kabel da irgendwie lang zu führen. Und dann habe ich da so einen kleinen Pluspunkt gemacht, weil ich öfter mal Zündungsplus brauche. Genauso habe ich mir auf der Seite hier einen separaten Massepunkt gemacht. Ne? Ist ja nicht schwer, das ist der Massepunkt im Gehäuseteil. Und ich habe einen einfach nochmal mit so einer Öse an die Schraube von hinten rangegangen. Ja, hier sieht man es mal, wenn ich weiter rauszoome. Und dann ist gut. Dann brauchte ich nicht alle Kabel da durchziehen, um Masse zu machen. Ich musste hier ein Loch bohren, weil bei mir original keins war. Aber naja, was soll's. So, nochmal als kurzes Zeichen, dass mein Tacho auch alles funktioniert. Da habe ich auch wirklich freuen können auf dem Video. Hier einmal linker links. Blinker rechts. Und wie ich finde, ein besonderes Schmankerl. Leerlauf. Geil, oder? Noch etwas, wobei ihr mir vielleicht helfen könnt. Original wollte ich ja eine Tankanzeige haben. Deswegen hat der Tacho auch eine Tankanzeige. Stromkreisparadies ist wohl irgendwie nicht mehr, beziehungsweise soll er nicht mehr antworten laut Foren. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare und Tankanzeigen empfehlen. Am besten mit 510 Ohm Widerstand, dass ich die auch verbauen kann. Weil ich hätte ganz gerne einen. Wenn nicht, dann bleibt das halt tot, leider. Aber mal gucken, was man da machen kann. Das Video zum Tacho gibt es dann, denke ich mal, nächstes Mal. Ich muss noch gucken, Drehzahlmesser kann ich theoretisch jetzt noch nicht machen, sondern erst, wenn es richtig läuft, zum Gucken. 2 LEDs sind noch übrig, die unbenutzt sind. Da muss ich noch schauen, was ich mache. Aber das seht ihr beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. We'll be right back.